Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Chloes Requiem. Und ich glaube, jetzt wird es richtig Stress geben zwischen Michelle und Pierre. Wir werden ihn mal zur Rede stellen hier. Ach so, er redet nicht mit uns. Obwohl wir Zwillinge sind. Obwohl wir Zwillinge sind. Wieso sind wir so unterschiedlich? Du bist böse. Das weiß ich nur. Ah, junger Master. Keiner will mit uns reden. Ah, wir reden mal mit Vater. Vater, was ist denn, Michelle? Ich kann beim nächsten öffentlichen Auftritt nicht erscheinen. Was sagst du denn da, Michelle? Das kann ich auf keinen Fall zulassen. Aber das kann man nicht tun. Das kann einfach nicht abgesagt werden. Ich will nicht. Ich will nicht spielen. Michelle. Was denkst du denn, wer ich wäre? Dein Vater, weißt du? Wenn du dich so anstellst, dann kann ich dich einfach aus diesem Zuhause schmeißen. Hörst du, was ich dir sage? Oder er meinte, du tust, was ich sage. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Ach so, das ist das Gleiche nochmal. Ey, ich bin hier voll der Assi, Mann. Ich bin hier das Talent und ich werde voll fertig gemacht. Michelle war auch ganz schön viel Ärger. Bereitet uns ganz schön viel Ärger. Was? Ja, stimmt. Er weint die ganze Zeit und beschwert sich. Also wirklich. Ernsthaft? Hä? Obwohl wir nicht wissen, wie lange er noch in der Lage sein wird, Geld zu verdienen. Hä? Wieso? Selbst so ein Wunderkind, nachdem es über 20 ist, wird einfach eine normale Person sein. Wir müssen ihn jetzt ausnutzen, solange wir können. So ist es also. Es war nicht nur Pierre, der von Vater nicht geliebt wurde. Auch ich wurde einfach nur benutzt. Wieso muss ich von so einem Typen benutzt werden? Hätte ich doch nur nie angefangen, Violine zu spielen. Das ist der Grund für alles, was geschehen ist. Dieses Ding, ich hasse es. Junger Master. Ist etwas zwischen dem Master und euch? Sorge dich nicht um mich. Wenn ihr doch einfach nur fröhlich sein könntet. Ist etwas zwischen euch und dem Master geschehen? Hat er euch vielleicht darauf aufmerksam gemacht? Ich glaube, Recent Slump, ich nehme an, dass sie wenig Geld haben. Dass sie finanzielle Probleme haben. Es ist schon in Ordnung, denn euer Talent ist absolut, junger Master. Das ist nichts, womit wir nicht klarkommen würden. Alles wegen Pierre. Deswegen mussten wir uns mit diesen ganzen mentalen Bürden... Oh, Mann, mir fallen ja die ganze Zeit Sachen runter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, egal. Alles wegen Pierre. Wegen ihm mussten wir uns mit so viel belasten. Wenn ihr viel übt, dann werden der Master und alle anderen ganz sicher eure Fähigkeiten anerkennen, junger Master. Wie ist denn die plötzlich drauf? Ja, versuch mir nicht hier, mich hier zu belehren. Wer würde das denn wollen für so einen Typen? Was weißt du schon? Ah! Was hat er getan? Oh mein Gott! Ja, junger Mars. Schande. Ach so, der Kronleuchter. Habe ich das getan? Nein, das war ein Unfall. Es war wegen einem alten Kronleuchter, der hinabfiel. Aber ich war derjenige, der sie geschubst hat, oder? Aber es ist alles in Ordnung. Es ist okay, sie getötet zu haben.
Die war doch die war mir ein Dorn im Auge, so, genau. Erst einmal ist Töten ja keine große Sache. Weil Leben ist ja etwas, das in einem Moment verschwinden kann. Genau. So etwas zu tun ist doch keine große Sache. Nicht meine Schuld. Was? Oh nein. Nee, die Katze war aber doch nicht weiß gewesen, seine. Oh nein, er bringt Tiere um jetzt. Was macht er denn da? Wir sind doch böse. Verdammt. Oh Gott. Was Charlottes Leiche anging, die Situation wurde behandelt, als wenn aus irgendeinem Grund sie aufgrund eines Unfalles gestorben wäre, weil halt der Kronleuchter runtergefallen war. Ich weiß nichts davon. Ich habe nichts getan. Und da ich mich so verhielt, verdächtigte mich niemand. Selbst nach einem Jahr hatte sich nichts verändert. Nichts, was Charlotte oder Pierre betraf. Chloé! Ich bin so schrecklich. Obwohl ich es wusste, dass Chloé menschlich war. Ach so, weil oh Gott, ich komme gerade nicht auf das Wort. Dieses unschuldige Aussehen von dir mich an jemanden erinnerte, an die andere Chloé. Und deswegen Stück für Stück dachte ich, dass Chloé vielleicht als Mensch zurückgekehrt war. Mit der Zeit dachte ich das. Aber stimmt. Ich habe mich getäuscht. Chloé ist genau wie ich, nicht wahr? Ein Mensch, genau wie ich. Was habe ich bisher nur... dieses Missverständnis. Ja, baute auf großen... auf wenig Respekt ihr gegenüber. Sowohl der anderen Chloé gegenüber, als auch dieser Chloé. Chloé ist keine Katze, sie ist ein Mensch. Ein Mensch, der unter einem tragischen Fluch leidet, aber ansonsten ein ganz normales Mädchen. Meine eigene Chloé ist bestimmt schon tot. Sie wird nicht zurückkehren. Es ist an der Zeit, dass ich es akzeptiere. Also hat er jetzt sich erinnert, was er getan hat. Und jetzt ergeben auch die Sätze Sinn, die er gesagt hat, mit, dass Chloé ein Mensch ist. Was ist denn? Ich hasse die Violine. Wegen diesem Ding sind eine Tonne an schrecklichen Dingen geschehen. Schreckliche Dinge sind... Schreckliche Dinge sind auch Michelle zugestoßen, nicht wahr? Und Chloé auch. Bis heute eine Tonne an schrecklichen Dingen. Und deswegen hasst Chloé sich selbst. Du und ich, wir sind uns ziemlich ähnlich, nicht wahr? Ist das so? Zum Beispiel in unseren kindhaften Wünschen. Vielleicht. Und deswegen kann ich dich nicht alleine zurücklassen. Seltsamerweise habe ich das Gefühl, dass hier aufzutreten nicht so unangenehm ist. Vielleicht weil nur du im Publikum sitzt, Chloé. Ich weiß es nicht. Seltsam, nicht wahr? Aber dieser Auftritt war das Wundervollste bisher. Danke, Michelle. Weißt du, wenn Michelle auftritt, dann fühlt sich Chloé ganz erleichtert. Der Fluch ist dann Stück für Stück gebrochen. Und das liegt nicht nur daran, wie gut du spielst.
Es liegt daran, weil es Michelle ist, der spielt. Und deswegen mag Chloe Michelles Auftritt sehr doll. Ich verstehe nun. Ich glaube, sie erreicht es auch. Nur noch ein bisschen mehr. Mit nur noch einem wenig mehr. Verstehe. Cool. Okay, aber kannst du mich kurz heilen? Das wäre nett. Wir sind fast da. Nur noch ein bisschen, dann kann das hier enden. Cool. Second Floor Passageway Key? Second Floor? Okay. War hier denn noch eine Tür, die wir... Ah, ja klar. Stimmt. Die hier. Dunkel. Oh, Blutabdruck. Handabdruck meine ich, blutiger. Oh, da oben, das bewegt sich, das ist aber nicht gut. Vielleicht sollten wir da nicht... Aber ich werde es ausprobieren, weil ich will wissen, ob es runterfällt. Okay, hier ist jedenfalls ein Stofftier. Ah, okay, ist nichts passiert. Und da ist das Gemälde einer Frau. Nee, fällt nicht auf uns rauf, aber hier geht eine Treppe runter. Uiuiui. Ganz übel. 4 Uhr. Hier ist auch wieder ein Handabdruck. Was ist das? Es fühlt sich an, als wäre jemand hinter mir. Oh, was? Iaiaiaiai! Okay, roter Handabdruck. Was ist das? Wieso? Oh, eine Sekunde lang war jemand in der Reflexion hinter mir. War in der Reflexion jemand hinter mir zu sehen. Okay, eine alte Vase. A barrel. Ich glaube, hier ist nichts. Ich gucke mal, aber hier sind auf jeden Fall die Katzen hier unten. Voll seltsam. Und hier sind Türen. Oh, es klingelt. Hallo? Moshi, Moshi. Moshi, Moshi. Hast du einen Stift bereit? Ja. Hilfe. Sekunde. Ich hatte gar keinen. Ich habe gelogen. Aber jetzt hätte ich wirklich einen bereit. Also, sag. Ja. Hä? Ah, oh. Ach so, ernsthaft jetzt. 6, 3, 2, 1, 1. Alter, 7. Och, jetzt reicht's aber. 2. Ah, alles klar. Oh, ich habe keine Tinte mehr. Ah, okay. Notiz. Ah, okay, jetzt haben wir die Tinte weggeschmissen, weil es ja alle war, genau. Was ist das da? Ein Notizbuch. Liest er das nicht? Ah, First Floor Basement East Storage Room Key. Uiuiui, cool. Achso, hier unten können wir dann was öffnen wahrscheinlich. Da ist noch ein Seil. Mal gucken, ob wir das aufheben können. Nö. Normalerweise wird das hier ja ziemlich klar angezeigt, wenn was in den Schränken ist. Also schätze ich mal, dass hier nichts weiter ist. Haben jetzt auf jeden Fall einen Code. Hei. Könnt ihr nicht mal aufhören mit dem Klopfen? Das macht mich nervös. Also das hier geht nicht auf. Ah, diese Tür aber. Was haben wir hier? Weißes Papier ist hier hingefallen. Jetzt, wo ich es mir näher anschaue, da steht Do ist 1. Aha. Ach, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ist das bestimmt. Wartet mal, dann mache ich das. Okay, Do. Ich habe mal drüber geschrieben über die 1 hier, Do. Ein Piano. Piano spielen? Ach so. Sekunde, dann muss ich das doch mal ganz kurz. Do. Ich komme gleich. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Also müsste ich jetzt machen. Oh Gott. Unten. Sekunde. Unten. D. S drücken. Jetzt brauche ich Do. Das ist das A. A. T. Re. Nee? War das nicht richtig?
Vielleicht habe ich auch eins zu viel gedrückt. Ich gucke mir mal kurz die Sachen hier noch an. Okay, das sind wieder künstliche Blumen. Da ist eine kaputte Flasche. Eine alte Vase. Ist das schon wieder zum Speichern? Ja, hier kriege ich aber oft Speicherpunkte, ne? Do ist eins. Okay, finde ich eigentlich auch logisch. Vielleicht muss ich es von Anfang an richtig machen. Sekunde mal. Also, nochmal, ja? La. Mi. Re. Do. Do. Ti. Re. Ah! Hm, gut gemacht. Ich erkenne deine gute Arbeit an. Hey! Dieser Telefonanruf, den ich getätigt habe, mochtest du ihn? Ja? Ah, verstehe, da bin ich aber froh. Fufufu! Ich mag dich ziemlich. Deswegen... Was? Sperre ich dich hier drin ein? Nein! Lass mich raus! Könnte dieses Ding wirklich... Wieso hat es das getan? Das ist echt gemein. Aber es gibt bestimmt eine Lösung dafür. Was ist denn? Möchtest du, dass ich dich rauslasse? Dann antworte auf meine Fragen. Wenn du korrekt antworten kannst, dann werde ich dich hinauslassen. Aber wenn du es falsch sagst, dann werde ich deine Hand zerstören. Sekunde. Ich tippe auf die roten Streifen und die Blumentöpfe, okay? Also 1, 2, 3, 4, 5 rote Streifen. Und wir haben 6 Blumentöpfe, aber eigentlich 7, wenn wir den mitrechnen. Halt, 6, 7, okay. Jetzt ist bestimmt sowas damit. So. Ja. Was? Das weiß ich nicht. Woher soll ich denn das wissen? Ja, sorry. Das weiß ich aber total nicht. Ja, stell mir die Frage. Ich weiß es sowieso nicht. Was soll ich denn sowas wissen? Okay, das schreibe ich mir auf, weil wenn wir jetzt möglicherweise mehrmals Noten... Dann die nächste. Oh, scheiße. Was ist 4/4? Ich weiß das, aber wie nennt man das? Ja, Nummern nicht. Das nicht. Ich glaube, eine Time Signature. Korrekt. Okay. Und dann das nächste. Dieses Geräusch. Welches Instrument war das? Ich würde sagen Xylophon. Korrekt. Und nun die letzte Frage. Irgendwo in diesem Keller ist ein Notenblatt. Bitte suche danach. Dieses hier oder was? Irgendwo in diesem Keller? Also, ich gucke mir mal die Blumen an, ja? So, irgendwo muss es ja sein. Irgendwo hier. Huch! Ach Mensch, das ist schon wieder ein Tipp. Ich bin so doof. C major is a musical scale. Do, re, mi, fa, sol, la. Okay, ja, ja. Ich verstehe das schon. Oh, einmal habe ich es bemerkt. Ich, der Hässliche, wurde verflucht. Es war zu spät, als ich es bemerkte. Und da ich verflucht war, ja, versank ich in Selbstmitleid? In Dunkelheit. Ich und der Fluch trennten uns und verwandelten uns in Katzen. Die Pechschwarze bin ich und die pure Weißhaarige ist der Fluch. Was? Die Fluchkatze kann kein Geräusch machen. Genauso wie als ich verflucht war. Um den Fluch zu besiegen, verstand ich, dass ich die weiße Katze mit eigenen Händen töten musste. Eine kleine Glocke. Im Kampf mit der weißen Katze stand es in dem Buch, dass das mein einziges Ass oder mein einziger Trumpf sein würde. Und daher trug ich, die Schwarze, es um mein Genick. Das Buch endet hier. Das ist ja sehr mysteriös, ne? Krass. Na, sag mal, hier ist ja gar nichts. Ein Piano. Wo ist denn hier was?
Wo ist hier was? Wo ist hier was? Hä? Habe ich hier irgendwas noch zum Equippen? Candlestand, wir könnten höchstens was verbrennen. Ich guck noch mal kurz, ob er jetzt was anderes sagt. Ja? Nein! Scheiße. Okay, es ist nicht außerhalb des Raumes. Muss ich jetzt... Okay, es ist im Raum. Ah, es ist der Boden! Oh, klar! Es ist bigger. Genau, der ganze Raum. Korrekt. Wow, ja. Da kann man nichts machen, nicht wahr? Okay, dann lasse ich dich wohl raus. Cool. Ha, wie langweilig. Wieso bist du an so einem Ort? Weil ich weggeschmissen wurde. Obwohl ich in der Vergangenheit oft von diesem Kind gespielt wurde. Eines Tages, weißt du, da... Oh Gott, da biss ich die Finger des Kindes ab. Es war ein Unfall. Denn als ich geschlossen wurde, da rutschte ich aus den Händen dieses Kindes ab. Und deswegen sind die Dinge nun, wie sie sind. War nicht meine Schuld, aber ich war derjenige, der weggeschmissen wurde. Also wirklich, ein Instrument zu sein, ist nicht einfach. Ja, ich schätze schon. Ja, ich habe immer meinem Instrument die Schuld für meine Sünden gegeben. Naja, es hat nichts mit dir zu tun, richtig? Ist jetzt auch egal. Ich werde dir auch das hier geben. Also, gib dein Bestes. Okay, cool. Wir haben jetzt noch den letzten Schlüssel für hier unten. Aber vielleicht sollten wir uns heilen einmal, oder? Ich glaube, das wäre... Oh mein Gott! Die Schwarze redet. Und die Weiße? Die Weiße redet nicht. Es ist tatsächlich so. Oh Gott, hoffentlich werden wir nicht umgebracht auf dem Weg nach oben oder sowas Mieses. Das wäre gemein. Scheinbar nicht. So, dann gehen wir mal nach oben und heilen uns noch einmal. Bitte heil mich! Ob ich Brüder oder Schwestern habe? Ich habe einen jüngeren Zwillingsbruder, aber... Was ist geschehen? Ich habe mich mit ihm gestritten und dann... habe ich etwas Schreckliches getan. Daher wird er mir ganz sicher nie mehr vergeben. Wird schon in Ordnung sein. Ihr könnt euch bestimmt wieder vertragen. Du musst deine ehrlichen Gefühle nur sagen. Du musst nur ehrlich deine Gefühle sagen. Stimmt, du hast recht, danke. Ja, ich höre auf dich. So, dann gehen wir jetzt runter und dann würde ich sagen, beende ich leider die Folge erstmal. Letztlich fand ich das Rätsel ja richtig geil da, ne? Da bin ich bis zum Schluss nicht drauf gekommen, aber das ist ja eine richtig coole Idee gewesen. Der ganze Boden war das Notenblatt. Echt cool. Na gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Chloes Requiem wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.